Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Ich hatte eine Weile geplant, diesen Tag zu drehen. Ich wusste, ich werde heute Zeit haben und ich habe auch Lust. Nur jetzt, wo ich damit angefangen habe, komme ich mir so ein bisschen schizophren vor. Denn es handelt sich um einen Herbsttag. Ich war auch bisher richtig in Herbststimmung und ich genieße irgendwie den Herbst dieses Jahr. Aber heute, am 14. Oktober, komme ich in Weihnachtsstimmung. Ihr werdet vielleicht denken, warum? Aber es hat bei uns richtig, richtig viel geschneit. Also wirklich viel. Unser Garten ist weiß, die Straßen, alles ist weiß. Es ist wunderschön, es waren riesige Flocken und irgendwie, vielleicht weil das so überraschend kam auch, weil irgendwie keiner mit Schnee gerechnet hat, sondern mit Regen, war das auch, ja, schön. Ich habe mich, glaube ich, das erste Mal seit meinen Kindheitstagen richtig über Schnee gefreut und war heute so richtig in Tee- und Weihnachts- und Kerzenstimmung. Ja, und jetzt drehe ich den Herbsttag. Naja, wir haben ja noch Herbst, auch wenn draußen alles weiß ist. Wenn ich es irgendwie hinkriege und wenn ich es nicht vergesse, blende ich euch mal ein Beweisfoto ein von unserem Garten, dass es tatsächlich voller Schnee ist. Und ich wohne jetzt nicht in Bayern, ich wohne nicht in den Bergen, sondern mitten in Deutschland auf dem Plattenland und ja, bei uns schneit es normalerweise nicht im Oktober. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir mal zu den 10 Fragen. Ich habe hier den Bücherstapel vor mir. Ich finde, es ist wieder eine sehr, sehr bunte Mischung, der so ziemlich aus jedem Genre, das bei mir irgendwo in Bücherregalen vertreten ist, was dabei. Ich werde ab und zu nach unten gucken, weil ich dort meine Fragen liegen habe, damit ich auch alles richtig beantworte und mich nicht vertue. So, dann legen wir mal los mit der ersten Frage. Kastanien sammeln. Zeige eine Reihe, die du zusammentragen musstest, obwohl du erst ein oder sogar kein Buch davon gelesen hast. Musste ich nicht lange überlegen, denn eigentlich ist das für mich recht untypisch, dass ich eine Reihe kaufe oder viele Bücher kaufe, viele Fortsetzungen kaufe, obwohl ich den ersten Teil nicht kenne oder wenn ich nur den ersten Teil kenne. Es gab aber eine Reihe, bei der ich das erste Buch gelesen habe, es auch richtig gut fand und kurze Zeit später, ja, ein unwiderstehliches Angebot bekommen habe und konnte, ich glaube, 20 Folgebände wirklich sehr günstig bekommen. Ich konnte nicht widerstehen, ich habe es gemacht. Ein bisschen verrückt, ich weiß, aber ich habe immer noch nicht mehr als den ersten Teil gelesen, aber ich hoffe, ich komme dazu, so langsam kriege ich Lust. Ich spreche von der Black Dagger Reihe. Ich zeige euch jetzt das erste Buch stellvertretend im Hintergrund. Also hier seht ihr die anderen Teile. Also es sind wirklich viele. Es ist fast ein ganzes Regalbrett voll. Ich fand das erste Buch richtig gut. Ich war überrascht. Ich habe nicht wirklich viel erwartet und wusste auch nicht, ob es mir überhaupt gefallen wird. Aber es war besser als gedacht und ich fand es wirklich gut. Sehr unterhaltsam, sehr leicht, so für zwischendurch. Ja, ich hoffe, ich werde jetzt mal weiterlesen, damit das hier nicht mehr meine Subzahl so versaut. Ja, Black Dagger. Ja, ich glaube, die ersten 22 Teile oder so habe ich. Naja, ich werde die bestimmt lesen. Die sind ja auch nur klein, also die Bücher haben ja wirklich nur sehr, sehr wenig Seiten immer. Dieses hier hat jetzt 260 Seiten, also das ist jetzt wirklich nicht viel. Ja, ich lege es mal so vor, dahin kann ich da gleich wieder einkommen. Ja, weiter geht's mit Frage 2.
Regenschauer. Zeige ein Buch, das erst gut begonnen hat und dich dann aber enttäuscht hat. Ich kann nicht sagen, dass es mich wirklich extrem enttäuscht hat, aber es war am Ende doch anders, als ich dachte. Und ja, es hat mich nie so umgehauen, wie ich es erhofft habe, wie ich es erwartet habe. Ja, finde ich sehr schade, aber gut. Und zwar rede ich von Phönix, Tochter der Asche, von Ann-Kathrin Karschneck. Die Autorin habe ich auf einer Lesung kennengelernt, das Buch habe ich von der Autorin selber in Leipzig auf der Buchmesse, wann war das denn, 2014 gekauft. Und das ist wirklich eine ganz, ganz liebe, sie hat es mir ganz lieb signiert. Und ja, ich hatte wirklich gedacht, das Buch wird mich umhauen. Das hörte sich so, so gut an. Ich fand es okay, aber leider auch nicht mehr. Also es war für mich wirklich nur okay, auch wenn es wunderschön aussieht. Also ich finde das Cover grandios. Und was ich auch total klasse finde, ist die Feder auf dem Buchschnitt. Das hat was, das passt auch zur Geschichte. Ja, war ganz nett, aber am Ende doch nicht ganz so grandios, wie ich es erhofft habe. Ja, da will ich sehen. Weiter geht's mit Frage 3. Drachen steigen lassen. Zeige ein Buch, mit dem man sich in ein Abenteuer stürzt. Da musste ich nicht lange überlegen. Das ist wirklich ein Riesenabenteuer und ein Riesenbuch. Elfenmagie von Sabrina, ich weiß nie, wie man den Nachnamen ausspricht, Kunai, ich hoffe es. Das ist ein Wälzer, das ist wirklich ein ganz, ganz stolzer Wälzer. Aber es ist keine Seite, keine Zeile zu viel. Es ist so ein großartiges, umwerfendes Buch. Ich habe es geliebt, ich habe es gefressen. Trotz der knapp 1000 Seiten ist es wirklich nur dahin geflogen. 971. Es ist so, so, so großartig. Ich hätte nie gedacht, dass mich Elfen so begeistern können. Es ist ein Riesenabenteuer und wahnsinnig viel Spannung. Großartig. Dazu habe ich eine schriftliche Rezension mal geschrieben. Die verlinke ich euch mal in der Infobox. Könnt ihr gerne nachlesen, was ich sonst so dazu zu sagen hatte oder worum es genau geht. Ja, lesen! Lasst euch von den 970 Seiten nicht abschrecken. Man merkt nichts von der Dicke, außer beim Lesen das Gewicht. Großartig. Ja, wirklich ein Abenteuer. Ja, Frage 4. Indian Summer. Zeige ein Buch in den Farben Rot, Orange oder Gelb. Ich habe jetzt ein Buch in, ja, so Gelb, Orange, Braun ausgesucht. Das ist noch ungelesen bei mir im Regal. Ruinen von Dan Wells. Das ist der Abschluss der Partials-Trilogie. Den Autor finde ich absolut grandios. Ich liebe seine Bücher. Ich habe bis auf das hier alle in Deutschland erschienenen gelesen. Ich sehe gerade, man sieht sie auch im Hintergrund hier. Da geht's los. Die andere Reihe von ihm rund um John Cleave. Stehe sein Name da nicht drauf. Ich glaube Cleaver, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich die andere Reihe von ihm gefressen. Ich liebe sie. Ich warte auf jede Neuerscheinung. Mittlerweile ist das fünfte Buch rausgekommen. Da kommen die Tage raus, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und ich finde die großartig. Die Partials-Trilogie finde ich auch ganz gut, zumindest die ersten beiden Bände, aber es ist nie so, ja, einfach nicht so ganz meins. Ich bin kein großer Fan von Dystopien. Ich
bin kein großer Fan von Jugendbüchern und das ist eine, ja, ich würde sagen, so eine typische Jugendbuchdystopie. Also das, was recht in ist, was recht viel überall ist, ist meistens nicht so ganz meins. Ich finde es ganz gut, ich finde es recht interessant. Ich mag den Schreibstil sehr, sehr gerne. Ja, aber das Buch, auch wenn ich es sofort nach dem Erscheinen gekauft habe und unbedingt lesen wollte, ist noch ungelesen. Vielleicht habe ich so ein bisschen Angst, dass das Ende nicht so wird, wie ich es mir hoffe. Ja, mal gucken. Aber ich finde, von den Farben her sieht es sehr, sehr nach Herbst aus. Jetzt kriege ich doch Lust, es zu lesen. Ich lasse es mal hier stehen. Dann lese ich es bestimmt schneller. So, weiter geht's mit Frage 5. Blätterrascheln. Zeige ein Buch, bei dem die Seiten nur so dahin geflogen sind. Da zeige ich auch ein Buch stellvertretend für die gesamte Reihe. Die könnt ihr auch sehen. Das ist auch schön. Ihr könnt alles hinter mir sehen. Das ist die Reihe hier vorne. Und zwar ist das die Reihe rund um Stephanie Plum von Janet Ivanovich. Das ist jetzt das letzte Buch, das in Deutschland erschienen ist. Das ist Teil 20. Ich liebe jedes einzelne Buch. Wenn ich anfange zu lesen, merke ich gar nicht, wie schnell das Buch auf einmal zu Ende ist und wie gut gelaunt ich danach bin. Die Reihe ist großartig. Es ist wirklich, es ist witzig, es ist absurd, die Charaktere sind absolut einzigartig und einmalig und einfach nur göttlich. Also ja, da lache ich wirklich laut, ich kann einfach nicht anders. Es macht so einen Spaß und die Seiten fliegen nur so dahin. Ich meine, die Bücher haben sowieso nicht viele Seiten, die sind wirklich alle recht kurz, was ich so schade finde, ich hätte da gerne mehr. Das hat jetzt 319 Seiten. Die sind alle so um die 300, 350 Seiten, glaube ich, maximal. Aber die fliegen so schnell dahin. Man könnte es wirklich in 2-2,5 Stunden durchlesen. Aber großartig. Wirklich sehr, sehr klasse. Sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe vor, euch die Reihe mal komplett vorzustellen. Da hatte ich mal Lust zu. Das mache ich aber, nachdem ich das neueste Buch, das im November rauskommt, gelesen habe, damit ich das sofort mit einpacke. Und dann stelle ich euch mal das ganze Regalbrett vor, weil das ist komplett nur Stephanie Plum. Ja, die Seiten fliegen nur so dahin. Klasse. Ja. Ihr merkt schon, ich habe nur Bücher, die ich richtig, richtig toll fand, heute rausgesucht. So, weiter. Frage 6. Abwarten und Tee trinken. Ein Buch, wo du anfangs nicht abschätzen konntest, in welche Richtung es sich entwickeln würde. Ja. Ich kann es immer noch nicht abschätzen, denn es ist ein Buch von meinem Sub. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung es geht. Ich weiß auch nie so ganz genau, worum es geht. Aber es hörte sich sehr, sehr gut an. Und zwar von Anne Köhler, Ich bin gleich da. Es geht um eine Mutter, die so ein bisschen versucht, wieder zu sich selbst zu finden und ja, auch mal ihr Leben zu leben und nicht nur Mutter und Ehefrau sein will, sondern auch mal, ja, wieder einfach nur sie selbst. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, in welche Richtung das gehen wird, ob ich es mag, ob ich es nicht mag, aber ich bin sehr neugierig. Also es hört sich recht interessant an, aber da muss ich Lust zu haben. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein recht nachdenkliches Buch ist. Mal gucken. Also da kann ich überhaupt nicht einschätzen, wohin es sich entwickeln wird oder was das genau für eine Geschichte ist. Ich hoffe, ich werde es mögen. So, weiter geht's. Ja, ich sehe schon das nächste Buch. Kuscheldecke. Zeige ein richtiges Wohlfühlbuch.
da musste ich auch nicht so lange überlegen. Das ist das einzige Buch in meinem Regal, das ich öfter gelesen habe. Ich lese Bücher äußerst selten mehrmals. Es gibt, glaube ich, nur zwei, drei, die ich mehr als einmal gelesen habe und nur ein Buch, das ich mehr als zweimal gelesen habe, wirklich ein einziges. Das sieht man die mittlerweile auch an und ich liebe es. Vom Winde verweht von Margaret Mitchell. Das ist ein Wohlfühlbuch. Das ist einer der grandiosesten Bücher, die ich je in der Hand halten durfte. Es steckt so, so viel in diesem Buch. Ich meine, klar, es hat auch ganz viele Seiten, aber es ist wirklich so viel Geschichte. Und ich finde es manchmal so schade, dass es nur auf die Liebesgeschichte von Scarlett und Red abgestempelt wird. Weil für mich macht diese Liebesgeschichte, diese Beziehung zwischen den beiden, nur die Hälfte des Buches aus. Es ist so, so viel mehr. Es ist die ganze Atmosphäre, diese Thematik, die dort behandelt wird, die Charaktere, die gezeigt werden. Es ist wirklich so vielschichtig, so fesselnd, so gleichzeitig aber auch so wirklich so entspannt, so warm. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber es ist wirklich für mich ein Wohlfühlbuch und ein Buch, das ich mit Sicherheit noch öfter lesen werde und ja, es ist einfach großartig. Ich fand auch den Film dazu sehr, sehr gut. Natürlich ist das Buch besser, aber der Film ist auch wirklich schön. Da ist aber auch wieder die Liebesgeschichte viel, viel mehr im Vordergrund, finde ich, als es insgesamt in dem Buch ist. Aber eine absolute Empfehlung, ist zwar wieder ein Wälzer, aber lohnt sich. Großartig, ja, das Buch hat aber echt gelitten. Oh, ist noch mehr Seiten, als ich dachte. 1120. Aber keine Zeile, kein Wort zu viel. Ich liebe dieses Buch. Ja, definitiv mein Wohlfühlbuch. Weiter geht's mit der... Nein, wir sind doch noch bei mir. Mit der achten Frage. Schalstricken. Welches Buch, welche Reihe hätte verlängert werden sollen? Da war ich wirklich am Überlegen. Ich habe einige Reihen, ein paar davon habe ich auch tatsächlich schon beendet. Aber ich fand das Ende immer in Ordnung. Also es, klar, ich fand es ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch mehr erfahren. Aber ich fand das Ende gut so. Es war für mich in Ordnung, dass es zu Ende ist. Aber ich habe dann doch eine Reihe gefunden, die für mich ja, etwas ganz, ganz Besonderes ist. Da fand ich den Abschluss zwar auch gut, aber ich hätte einfach gerne noch mehr über verschiedene Charaktere der gesamten Reihe erfahren und einfach gerne noch mehr von der Autorin gelesen, rund um Chronik der Vampire. Das ist jetzt der letzte Teil der Reihe, Teil 10, wenn mich nicht alles täuscht. Hohelied des Blutes von Anne Rice. Ich liebe diese Serie. Ich liebe die Chronik der Vampire. Es sind für mich richtige Vampire. Es sind die klassischen, die bösen, die blutrünstigen Vampire, die nicht in die Sonne können, die nicht glitzern. Die wirklich auch böse sind und ja, einiges erlebt haben. Und hier wird, also in der gesamten Serie, wird die Geschichte der Vampire erzählt, wo sie herkommen, wie sie zu dem wurden, weil sie sind. Es werden einige sehr, sehr interessante, sehr ja, fesselnde, sehr, wie soll ich das beschreiben? Es fällt mir wirklich kein Wort an. Sehr, sehr starke, wirklich sehr, sehr starke Charaktere vorgestellt. Es sind einige Protagonisten, die ich ja, wirklich ins Herz geschlossen habe und über die ich so, so gerne mehr erfahren hätte.
Ja, und deswegen würde ich sehr, sehr gerne noch mehr davon lesen. Kann ich nur empfehlen. Also wenn man sagt, Vampire mag ich nicht, wenn man aber Thriller liest, wenn man gerne etwas zum Nachdenken liest, etwas Spannendes, aber gleichzeitig auch etwas Gruseliges und Blutiges, Chronik der Vampire von Anne Rice. Wenn man jetzt eher diese romantische Vampirader mag, für den ist es nichts. Also es ist wirklich eher heftiger, aber absolut genial. Teil 1 der Reihe wird vielleicht einigen etwas sagen, wenn jetzt manche vielleicht denken, noch nie was von gehört. Teil 1, der Auftakt der Reihe, ist Interview mit einem Vampir. Wurde auch verfilmt mit Brad Pitt und Tom Cruise. Film ist ganz gut, Buch ist aber wesentlich besser und die Reihe wird wirklich immer, immer besser. Ja, da hätte ich sehr, sehr gerne noch mehr von gelesen. Leider schon, ja, wird nicht mehr weitergeschrieben, finde ich sehr schade. Wenn es doch noch irgendwas gibt, wenn ihr irgendwie mehr wisst, Gerüchte oder irgendwas, dass Anne Rice doch noch weiterschreibt, sagt mir bitte Bescheid. Ja, das wäre auf jeden Fall etwas, was ich sofort kaufen würde. Sofort. Ohne Wenn und Aber. Chronik der Vampire. Ja. Jetzt kommt die vorletzte Reihe. Und da kommt mein Lieblingsautor. Anne Rice ist meine Lieblingsautorin. Und gleich kommt mein Lieblingsautor. Frage 9, Halloween. Zeige ein schaudriges, gruseliges Buch. Und wie kann es anders sein? Es muss ein King sein. Die Frage ist nur, welcher. Ich habe mich jetzt für Shining entschieden. Eines meiner ersten Bücher des Autors. Und unfassbar gruselig. Ich weiß noch, wie ich es gelesen habe und wie sehr ich mich gegruselt habe. Und wie, wirklich schaurig und beängstigend ich es fand. Also da sehr, sehr gruselig. Kein Gemetzel, kein Blut, aber sehr, sehr starke Psychospielchen. Eine Stärke von King. Unglaublich starke Atmosphäre, geht wirklich unter die Haut. Grandios. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich glaube, das Buch hat mich auch zu Stephen King gebracht. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Aber großartig. Ja. Dann kommen wir zu der letzten Frage. Lesen im Kerzenschein. Welches Buch wirst du in diesem Sommer noch lesen? Ja, da musste ich auch nicht lange überlegen. Das Buch habe ich schon eine ganze Weile auf dem Sub und ich wollte es unbedingt sofort lesen, weil ich das so, so, so interessant finde, weil mich die Geschichte so sehr anspricht. Und zwar rede ich von Ich soll nicht töten von Barry Liger, glaube ich, wieder ausgesprochen. Das Buch steht schon, ja, hier so die ganze Zeit in meinem Regal, damit ich es nicht vergesse und wirklich schnell lese, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, bin bisher nicht zugekommen, aber ich möchte es unbedingt noch lesen, weil mich dieser Klappentext sofort dermaßen gepackt hat. Ich lese euch mal vor, was hinten steht, könnt ihr es vielleicht nachvollziehen. Stell dir vor, der berüchtigste Serienkiller der Welt wäre dein Vater. Heimlich beobachtet der 17-jährige Jasper Dent ein Ermittlerteam am Schauplatz eines brutalen Mordes. Dem jungen Mann wird sofort klar, dass er in großen Schwierigkeiten steckt. Denn der Killer hat seinem Opfer mehrere Finger abgeschnitten und als Souvenir mitgenommen. Und genau das war das Markenzeichen von Jess' Vater. Doch der berüchtigste Serienmörder Billy Dent befindet sich seit Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis. Jess weiß, dass nun alle ihn für den Täter halten müssen. Um zu beweisen, dass er nicht in Billys Fußstapfen getreten ist, unterstützt er die polizeilichen Ermittlungen nach Kräften. Nur ein Geheimnis behält Jess für sich.
Er ähnelt seinem Vater viel mehr, als irgendjemand sich vorstellen kann. Hört sich das nicht absolut großartig an? Also das ist auch so Psychospielchen, Versteckspiele, grausame Serienmörder, starke, sehr, ja, starke Charaktere mit sehr viel Tiefe, das verspreche ich mir von diesem Buch. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, 2 Fortsetzungen. Ich bin nicht sicher, ob es eine Trilogie oder eine Serie ist. Aber das muss ich lesen. Ja, stelle ich mir direkt hin, damit ich es auch wirklich nicht vergesse. So, das war das letzte Buch, das ich euch zeigen wollte zu diesem Tag. Ja, wieder eine sehr bunte Mischung, wie ich finde. Fantasy, Chicklit, Klassiker. Ich meine, vom Winde verweht ist ja wirklich ein Klassiker. Von allem etwas dabei. Mich würde wieder sehr, sehr arg interessieren, was ihr von den Büchern haltet. Ob ich euch auf einige vielleicht neugierig machen konnte oder ob ihr sagt, was findest du nur daran? Das Buch fand ich ganz grausam. Würde mich natürlich auch interessieren, warum, weshalb. Da spreche ich sehr gerne drüber, wenn sich die Meinungen auch mal unterscheiden. Finde ich dann auch immer sehr interessant, wenn man da auch mal drüber diskutieren kann. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, per E-Mail oder sonst wie. Ja, alle Bücher, die ich erwähnt habe, die ich euch gezeigt habe, verlinke ich natürlich in der Infobox. Falls ich schon mal irgendwas dazu geschrieben habe, also eine Rezension oder so etwas, steht es natürlich auch dabei. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, reicht für heute und wir sehen uns hoffentlich bald. Tschüss!